Prügelschläge. Ich gehe meinen eigenen Weg. Also, wo genau bin ich? Da war dieser Nebel. Oh, man sagt ja, Utgard kann verwirrend sein. Doch hier am eigenen Weg ist der. Wir sind in Jötunheim. Im Eisenwald. Also, ich dachte, Eisenwald sei nicht real. Raffiniert, oder? Wenn der Wald der Riesen nicht existiert, sucht Odin nicht danach. Der Wald der Riesen. Oder wird von einigen genannt. Oder. Loot! Ja, das Gebiet sieht fantastisch aus. Aber auch das Gebiet davor von den Alben sah auch fantastisch aus. Ich habe das Gefühl, in dem Teil haben sie noch viel mehr Liebe in die Gebiete gesteckt. Wunderschön. Das ist groß. Ach ja. Ich dachte nicht, alle Riesen waren riesig. Also, was machst du hier? Malen, sammeln, überleben, bauen, was ich kann. Aber warum auf mich warten? Weil mein Schicksal ist, dir deins zu verkünden. Kennt ihr uns? Pass auf! Sauber! Danke. Also, was hast du gemacht, bevor du herkamst? Fimbulwinter überleben. Warte, gibt's den hier auch? Kennst du den? Ja. Links, moin, moin. Oh, sieht das gut aus. Ich bin über dir, aber geh den Weg einfach weiter. Chat, das ist kein Spiel mehr, was man hier daddelt. Das ist... Ich bin sprachlos. Auch Atreus ist so, ja, gerade hat es einer von euch geschrieben, auch die Fähigkeiten und alles, es ist halt nicht so, ja, so ein Lückenfüller-Charakter, sondern man sieht, die haben sich auch so viel Mühe gegeben bei seinen Fähigkeiten. Es macht auch mega Spaß, mit ihm zu spielen. Ist das ein Kettenhemd? Was Brock und Sindri wohl dazu sagen? Wer? Oh, das sind sowas wie Onkel? Sowas wie? Ihr Midgard-Riesen seid seltsam. Die sind eigentlich Zwerge. Immer noch. Unglaublich, dass sie auch Nachmare sind. Skalver!
Er ist viel flinker und faster als Kratos. Das macht ja auch Sinn. Weiß man eigentlich, wie alt Kratos ist, Chat? Machst du gerne Sachen kaputt? Das hat mein Vater immer. Weißt du was? Vergiss es. Welcher Hurensohn schreibt da 15 oder 17? Mehrere hundert Jahre. Schaubar. Sieht gut aus. Danke. Halt. Was? Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ja. Genau. Zwischen 40 und 60. Echt? Nicht älter? Was man immer sich vor Augen führen muss, in so Spielen, Götter sind nicht so Götter, wie man eigentlich denkt, weil wir an der Erde, wir auf der Erde glauben ja an den einen Gott, also einige, und der Gott ist logischerweise unsterblich und ja, unantastbar, unfehlbar, etc. Aber in so Spielen, Götter sind halt eigentlich quasi Übermenschen. Können halt trotzdem sterben. Haben Narben, machen Fehler, können krank werden. Erschaffen im Normalfall keinen Urknall. So Dinge halt. Großartig. Ich bin einer Riesen begegnet. Und das könnte Schicksal sein. Was? Tut mir leid. Das ist bloß sehr aufregend. Na schön. Lol. Einfach eine Beschwörung gefunden. Rufe einen Spektralsteinbock zum Reiten und Umrennen der Gegner herbei. Ja moin, wie geil. Schwere Rune. Mit Kratos noch keine schwere Rune gefunden, mit Atreus direkt. Dir Atreus! So galoppiere ich immer in die DMs von Mythos Schwester Kappen. Ist alles in Ordnung, oder? Ja, ich bin in einem Zauberwald, der nicht da sein sollte. Ich rede mit einer Riesin und sie ist... Ja. Danke. Schätze, ich habe hier noch nicht alles im Griff, hä? Meint ihr, wenn wir Apo Red spielen würden, Chat, hätten wir als schwere Rune den 400 PS Range Rover bekommen? Oder den 600 PS sogar? By the way, wie groß soll der Riese gewesen sein, wenn das hier sein Kettenhemd ist, Chat? Einfach, sein Oberkörper ist so groß wie eine Stadt. Wohin gehen wir? Meine Mutter zeichnete ihre Visionen auf, Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Wo sind deine Eltern? Sie sind nicht hier. Sind sie... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber... Bitte nicht. In Ordnung? Tut mir leid.
Ja, ganz am Ende im Teil davor hat man einen Riesen gesehen und die waren wirklich so groß wie Berge. Ich hab's. Sag mir wann. Lass los! Gaulwurf! Ich bin da! Da sind mehr! Digga, mit ihm kämpfen geht ja übelst ab. Danke. Und Chat nochmal euren Lieblingsmove. Ich kann den immer noch nicht ernst nehmen. Irgendwie sieht die Animation so komisch aus. Zur Seite und nach hinten geht's noch, aber nach vorne. Ich spiel nicht auf leicht, ich spiel auf schwer. Aber weil ich so gut bin, sieht's aus, als wär's leicht. Kappa. Hilfst du mir? Oh, klar. Da. Warte. Gut, jetzt du. Da werde ich wieder gekappert und gekopiumt. Bodenlos. Wow. Das ist Itis Medaillon. Um die Wette? Was? Los! Na gut. Ich kann auch langsamer. Stimmt, ich hab den Bock vergessen. Ah, nee, der war auf Abklingzeit noch. Schummelt. Die hat auch außerdem eine Abkürzung genommen. Die hat betrogen. Kenne ich schon. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Falken rufen. Halten Sie R gedrückt, um bla 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 Geisterfalken zu beschwören und mächtige Riesenmagie zu entfesseln. Hier ist sonst nicht so viel los. Ich Glückspilz. Ich dachte, du heißt Loki. Erwaita! Ich helfe dir. Galva. Wo sie Groas Vision aufschrieb. Es war ihre Art, das Erbe unseres Vaters am Leben zu halten. Trotz der Bemühungen der Asen. Ja,
habe gerade manchmal nicht verstanden, welcher Nebel ist jetzt von ihr und welcher von den Gegnern. Aber dieser gelbe Nebel macht einem keinen Schaden. Wo ich vermutet hätte, dass er einen vergiftet. Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Ist das nicht Warnmagie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Da wären wir. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Wow. Ich will auch in einem riesigen Pilz wohnen. Halt! Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Für viele Riesen. Scheiße. Ich kann Vollburg neu starten. Perfekt, ich wollte sie ausreden lassen. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Halt! Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Für viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Natürlich sehen andere die Zukunft und sind durcheinander. Bereit? Ja, bin bereit. Naja, Blackouts, wenn dieser eine Typ dich per Whisper beleidigt hat, mach Screenshot, schickt einen der Mods. Dann gibt's dafür. Das habe ich schon gesehen. Ärger. Wo wir Mutters Asche verstreuen. Wird nicht rumbeleidigt. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen. So wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Hm. Wer das wohl ist? Halt. Nein! Nein! Das ist falsch. Das kann nicht passieren! Nein, nein, nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt. Utgard ist nicht echt. Nessie ist echt! Ah! Loki! Hey, hey! Hey! Wow, wow! Alles gut! Alles gut! Hey, wird schon gut! Alles wird gut! Hey, sieh mich an! Hey, hey, hey! Hey! Hey, hey, ganz ruhig! Ganz ruhig! Alles gut! Nicht nur ein Bär, auch ein Wolf, hä? Durchatmen. Hey, hey, atmen. Gut. Tut's gut. Ja, alles gut. Lass los. Komm zurück. Wunderschön. Schon gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Oh, Scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist ein Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst. Gehen wir ein Stück. Deshalb kannst du einen verrückt machen, wenn man die Zukunft kennt. Du kannst mir helfen und ich bring dir was bei. Weißt du? Riesendinge. Riesendinge.
Na komm. Ich werde auch immer zum Wolf, wenn ich sehe, wie der Bitcoin runtergeht. Fühl dich, Bruder. Direkt mal schauen. Gestern war er noch auf 17, wo ich geguckt habe das letzte Mal. Oh, Digga, wie kann man denn sich so oft verklicken? Aha, 16.400. Einfach ein Düsi weniger als gestern, wo ich geguckt habe. Stinks statt Stonks. Die ganze Zeit, ich kann die Dinger öffnen und... Was ist mit all diesen... Wir kommen zurück. Ich verspreche, du kannst dich umsehen. Na gut. Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Wir holen uns was zu essen, pflanzen Samen. Mein Alltag. Aber erst lernst du jemanden kennen. Jatla. Hallo Jatla. Ich hätte den Namen Jalla gelesen. Oh wow, sie ist echt groß, hä? Huh? Die FPS sind sehr konstant bei 60. Sehr, sehr konstant. Komm hier hoch. Braves Mädchen. Ganga. Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Jatna? Ja. Soll ich dich stattdessen so nennen? Siebwagen. Nein. Mit echt Leder. Loki reicht. Hm. Sicher. Streiter. Also, wo gehen wir nochmal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Diese Blumen dort drüben. Stille. Na gut. Nein, die heißen so. Sie wachsen nur in Jötunheim. Meine Mutter und ich schliefen immer daran, wenn sie sich mit Oma gestritten hat. Einer der seltenen Orte, an denen sie Ruhe finden. Ah, geschmiedetes Eisen, Bestienfetzen. Mal kurz aus dem Sumpf gezogen. Kennst du dich ein bisschen mit der nordischen Mythologie aus? Ja, sogar ein bisschen mehr als ein bisschen. Hier ist eine. Durch God of War und Vikings. Fressen, oder? Und die ganzen Filme, die ich rund um solche Vikings Früchte geschaut habe. The Last Kingdom, Valhalla. Meine Mutter gab sie mir jeden Tag, damit wie heißt es nochmal? Barbaren. Hat aber funktioniert. Da kriegt man ja viel mit. Dann googelt man auch manchmal nach, schaut Videos drüber. Entschuldigung? Kannst du Last Kingdom empfehlen? Ja. Last Kingdom, wirklich eine sehr geile Serie. Stimmt. Aber die Darsteller sind etwas schwach. Bis auf 2, 3 Hauptcharaktere. Aber dafür ist der Hauptprotagonist. Klar. Sehr gut. Die Wölfe. Kümmerst du dich um sie? Das tue ich. Sie sind gute Freunde. Und der König ist auch mega Hammer. Din, 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 din. Wie viele Früchte brauchst du noch? Musst du bald wieder weg? Nein, ich muss bloß meinem Vater das Leben retten, glaube ich. Loki, wir haben Zeit. Oh, Bestiengebein brauche ich, um das eine, die Reliquien von ihm zu upgraden. Dann sollten wir da auch sein. Ich frage mich, wo ist gerade sein Körper? Ist Atreus wirklich hier? Moment, redest du mit mir oder mit dem Jack? Oder liegt er noch im Bett und schläft? Lass mich mal. Danke. Weil dann wird doch, wird doch sein Vater... Gern geschehen. ...durchdrehen, oder? Weil er nicht weiß, wo sein Sohn ist.
Nach dir. Hör zu. Ich weiß, wir sind hier draußen und haben Spaß, aber vielleicht sollten wir darüber reden, was du auf dem Wandbild sahst. Was ich sah, würde nie passieren. Ich würde mich Odin nicht anschließen, Loot drinne? Wenn es mich Vater kostet. Aber komme ich dann noch nicht ran? Wenn ich etwas von meiner Mutter gelernt habe, dann... Ey! Dass diese Dinge... Kann man die irgendwie aufmachen oder so? Auf irgendeine Art. Da ist doch Loot drin. Mein Vater sagte immer, verschließ dein Herz davor. Aber ich kann nicht. Nicht hierbei. Chat, ich weise auch nochmal darauf hin, wenn die neuen Viewer einen Follow droppen möchten, freut sich der Streamer mal sehr drüber. Ist kostenlos, dann könnt ihr am Chat teilnehmen und 5 Follow-Emotes kostenlos genießen. Und gerne mal nachschauen, Chat, vielleicht ist der Prime-Sub ready. Dann könnt ihr mehr kostenfrei den Stream supporten und alle Emotes genießen und bekommt keine Werbeunterbrechungen mehr. Witziger Titel. Komm nicht Mir dran. Ist heute wirklich kein witziger Titel eingefallen. Gefühlt alle ApoRed-Witze habe ich schon durch. Clemens, danke noch für deinen frischen Sub. Willkommen. Fabian, danke auch für deinen frischen Prime. Das Wasser sieht plastik aus. Geht eigentlich. Weißt du, vielleicht dachte ich daran, nach Asgard zu gehen. Das andere Wasser sah mal super aus. Ja? Mein Vater war mir mit meinem Schicksal keine Hilfe. Als ich mit Odin allein war, wollte er mich lernen. Wenn ihr allein wart, hätte er dich leicht töten können. Also, so leicht auch wieder nicht. Gehen wir hoch zu dem Vorsprung. Ey, nur, was geht? Mehr von den Früchten. Wir hatten genug, aber nehmen wir sie mit. Wie weißt du, dass sie reif sind? Von meinen Eltern hat ziemlich viel mit Warten zu tun. Nicht alles geschieht so, wie du es erwartest. Das Wesentliche schon. Jötunheimfrucht. Okay. Irgendwie kann ich das da kaputt schießen, aber wahrscheinlich erst, wenn wir hier oben stehen können. Denkt, er hätte eine Chance gegen Odin. Jettler kommt nicht unter den Stamm. Ich finde halt, Odin sah nicht wirklich mächtig aus. Ich weiß noch nicht, ist Odin nicht eher stärker mit so Magie und Intrigen und Plänen, also schlau, hinterlistig gerissen, als stark im puren Einzelkampf so? Oder ist Odin auch richtig stark, was halt Kampf angeht? Machst du das täglich? Wenn nicht, sterben sie. Mein Zeus sah mächtig aus. Viel Arbeit für dein Alter. Unser Alter. Ah, stimmt. Vor seinem Tod bat mein Vater mich um Verzeihung, weil ich nicht beschützen konnte. Ich musste und schneller wachsen. Odin hat ja auch immer so Angst vor Verrat, weil er, glaube ich, auch jetzt nicht der stärkste Gott ist im Nahkampf, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Schöne Aussicht. Oh, wart's nur ab. Es wird noch besser. Wenn du der stärkste Gott bist, dann hast du ja nicht Angst immer vor jedem... Ja, vor jedem Lauch, der dich verraten könnte. Weil du ihn, wenn es hart auf hart kommt, eh wegplatzt. Weißt du, vielleicht braucht Odin dich für etwas. Oder vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht überliste ich Odin. Oh, ist das was, worin du gut bist? Hat mein Vater mehrmals angelogen. Ah,
Meister der Täuschung. Grünknollen, komm hier in den Eimer. Hey, falls darf ich mal links posten? Bogen reparieren muss, darf ich? Natürlich, in meiner Werkzeugkiste da drüben findest du alles. Übrigens, ist da etwas für dich in der Werkzeugkiste? Wir treffen uns bei Jatla, wenn du los willst. Kann ich noch etwas hierbleiben? Solange du willst. Schön. Craftet er sich hier einfach selber Stuff. Oh mein Gott, wie geil. Das ist doch seine Rüstung aus dem ersten Teil, richtig? Also aus dem 2018er. Mega schön, aber die Rüstung, muss ich sagen, finde ich so mega sexy. Die ist eher, naja, hat was. Aber, naja. Und die ist einfach Nostalgie. Ja, die ist wunderschön. Oh, ich habe einen anderen Bogen. Wird der Statusschaden durch Runenpfeile. Normale Pfeile werden fächerförmig abgefeuert. Hey, was ist das für eins? Das habe ich mit Großmutter gemalt. Damals war ich noch nicht so gut. Die Linien sind so ausdrucksstark. Oh, wow. Was für ein Kompliment. Bei diesem hier gefallen mir besonders die Farben. Oh, das dunkelblaue Pigment im Himmel war wirklich schwer zu treffen. Ist dir gelungen. Es ist schön. Danke. Oh, das ist mein Lieblingsstück. Ich bin wirklich stolz auf diese Hand. Im Ernst, sieh doch nur. Ja, es ist großartig. Hände sind schwer zu zeichnen. Das sind sie wirklich.
Angrebode, du hast gesagt, Utgard kann verwirrend sein. Aber was ist es? Kennst du Ymir? Der erste unseres Volkes. Er starb vor langer Zeit, oder? Odin brachte ihn um. Ja. Odin hat alles zerstört, was von ihm übrig geblieben ist. Bis auf eines. Seine Träume. Odin kommt auf keinen Fall an sie ran und sie gehören uns. Sind die Hokage. Das hier ist zugedeckt. Ja, es ist noch nicht reif für Betrachter, außer vielleicht die Hattler. Sicher nicht so schlimm. Vielleicht zeige ich es dir eines Tages, aber nicht heute. Nur drei Farben? Wo ist der Rest? Mehr brauche ich nicht. Für den Rest mische ich sie. Ist das noch eins von deinen Bildern? Ist ziemlich gut. Naja, nicht mein Bestes. Das kann ich besser. Tja, ich mag's. Haben wir alles angeschaut schon, ne? Und jetzt? Tja, jetzt ernte ich immer die Wiestwurzeln, die ich dazu gebe. Also, es sei denn, du willst noch gehen. Nein, ich kann bleiben. Ich will bleiben. Weißt du, ich male auch. Also, ich zeichne. Was zeichnest du? Alles Mögliche. Monster, Artefakte. Alles, was Vater und ich auf Reisen sehen. Oh, ist dein Vater auch ein Künstler? Nein. In der Richtung sind noch Wurzeln. Kratos ist auch ein Maler. Der malt mit der Farbe Rot. Hast du auch Tiere, die schneller sind? Tut mir leid, Jatla. Aber natürlich. Die tragen uns aber nicht beide. Das ist viel leichter. Hm, in Ordnung. Ich nehme die hier. Weiter vorne ist noch eine. Nimm nur das Nötigste. Guck. Das brauchst du nicht. Die Wurzeln brechen leicht. So, nur ein bisschen. Kräftig drehen sollte reichen. Etwa so? Genau. Wir kommen, wir kommen! Dort gibt es mehr Wurzeln. Wie ist das Game bis jetzt? Nicht. Hammer. Oder? Doch, doch, aber außer mir kennt sie nur noch eine andere Person. Drauge, den Rat! Luki, zeig mir den Wolf! Oh, genau so, du schaffst das! Wow, Digga, wow, ja moin. Sein Rage-Angriff ist einfach eine Tierverwandlung, wie krass ist das denn? Der haut schon auf die Kacke, der junge Mann. Richtig Laune. Der Wandel ist seltsam. Als hätte ich keine Macht. Warst du die denn?
Na, zumindest gibt's hier Wurzeln. Nimm sie, während wir einen Ausgang suchen. Denk dran, kein Messer. Oh, ja. Kein kompletter Fehlschlag. Aber er tankt nichts. Erste lasse ich das mit den Wurzeln. Du warst es nicht. Hey, da drüben hat sich ein Weg geöffnet. Hol mir Jadla ein, bevor noch mehr auftauchen. Frontier, danke noch für den frischen Prime-Sub. Willkommen. Ja, die Entwickler wissen auf jeden Fall, wie man ein geiles Kampfsystem baut. Aber was bist du, Loki? Pure. Besonders. Ein Teil von dir weckte den Wolf mit dieser Wut. Jetzt musst du den Teil wecken, der ihn lenken kann. Wie? In deinem Herzen liegen viele Empfindungen im Kampf, nicht bloß Wut. Oh, Nohand! Danke noch für die 5 verschenkten Subs. Gönn mal ein Yippie und eine Bombe für den Prey. Danke, danke. Was wollte ich sagen? Das Kampfsystem im 2018 God of War war ja schon wirklich sehr geil und die haben es geschafft. Das Kampfsystem richtig gut noch zu erweitern. Es ist ähnlich, anders, neu, innovativ. Warte. Einfach genial. Da habe ich ganz großen Respekt das vor. Hat dir Spaß gemacht, oder? Wenn man ein Spiel so es schafft, noch so gut zu upgraden. Sowohl von der Welt, vom Kampfsystem, von den Mechaniken, die ineinander ineinander greifen. Das ist alles nicht so leicht, Chat. Dann zeige ich dir noch eine letzte Sache. Da haben sich richtig schlaue Köpfe Gedanken gemacht. Alles in Ordnung? Ja, nur wir sollten zum Wasser zurück. Hier lang. Können wir noch etwas bleiben? Vielleicht kann ich etwas reparieren. Ja. Will gar nicht mehr gehen, der Pri. Verwandelst du dich in Tiere? Noch nicht, aber es könnte eher an deiner Gottseite liegen als an der Riesenseite. Oh. Bleibst mir ruhig rein. Verzeih. Scherz. Durch den Tunnel rechts, Jadla. Da wollen wir lang. Ups, nicht da lang, Mädchen. Nehmen wir um. Da waren wir gerade schon, wo ich gerade hin wollte, ne? Ha, Sackgasse. So. Ich liebe diesen Zauber. Er versteckt diesen Ort perfekt. Vielleicht bemerken Vater und ich darum keine Riesen, als wir hier waren. Also, was ist diese Seele in deinem Messer? Eine was? Eine Seele in deinem Messer. Hast du das nicht gewusst? Nein, es ist eine Seele. Weißt du, vielleicht solltest du sie dort lassen, bis du das weißt. Wie ist? Ich stehle den Leuten doch nicht die Seelen. Ist das eine Seele von seiner Mutter vielleicht? Ein Teil davon? Jadla kann schwimmen und uns drüben treffen. Mimir meinte doch, dass 4 Teile
also eine Seele aus 4 Teilen besteht. Oder sein Wolf, guter Call-Chat, sein Wolf. Oder, nee, er hat ja nicht, den Sohn von Freya hat er ja nicht umgebracht. Das war ja Kratos mit seinen Händen. Jadla braucht immer ein Weilchen. Thors Sohn? Der ist ja nicht von dem Messerstich an sich gestorben, sondern an den Folgen danach, ne? Was wird das? Es entspannt mich. Ich zähle, wie oft er auf dem Wasser hüpft. Willst du mal? Sieht leicht aus. Oh. Brauchst du Hilfe? Nein, ich... Als Kind auch immer gemacht. Mega geil. Also, Steine ditschen. Einmal. Oh, lachst du mich etwa aus? Ich lach dich nicht aus, ich... Nicht? Ich lache mit dir darüber. Ach so. Na schön, gut. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Das wird schon. Wirf flacher. Es geht um den Moment, wenn du den Stein wirfst. Na gut, jetzt komm mit. Erwaita! Kaulwa! Ruf den Wolf, Loki, aber lenke ihn! Lang da! Wir Atrop! Oh, man kann sogar Finisher machen als Wolf. Wie geil. Das füllt sogar ein bisschen Rage nochmal auf. Erwaita! Er zählt übrigens nicht. Mein letzter Wurf. Der zählt. Da war ein Draugur im Wasser. Ausreden. Wir können es später nochmal versuchen. Wenn wir fertig sind, sollten wir unter diesen Bogen. Wo Fenrir starb, hat man nur 3 Teile seiner Seele gesehen. Du hast es langsam raus. Mein Call ist, dass der letzte Teil in dem Messer ist. Ja. Oh, wo ist der Stein hin? Weggeglitscht? Das war zu spät. Du musst früher loslassen. Ein bisschen zu spät. Lass doch los. Das war zu spät. Ja. Weglegen. Wir machen noch mal eine kleine Pinkelpause, Chat.